So, bevor wir jetzt da hochgehen, schlafen wir einmal und betreten jetzt Stufe 3. Ich Und willkommen zurück in der Welt von Might and Magic 10. Ich wollte eigentlich die Folge anfangen in der Stadt, allerdings ist mir dann Folgendes aufgefallen. Gibt's hier doch jemanden, der uns belästigen möchte? Jetzt haben wir sogar zwei. Und wir werden die erstmal besiegen. Anschließend zur Stadt zurückkehren. Und ja. Und stay down. Sehr schön. So. Dann verlassen wir kurz den Leuchtturm in Richtung Stadt und wir sehen uns wieder, sobald ich in der Stadt beim Waffenschmied bin. Oh, guckt mal, was ich hier noch gefunden habe. Hier ist noch ein Buch, was ich vergessen habe. Und zwar Bestiarium von Ashan. So, wir betreten Cadwits Waffenladen und wollen sehen, was er so zu bieten hat. Vielleicht noch eine bessere Axt? Nein, aber ein Bogen vermutlich. Den ganzen Müll hier können wir eigentlich auch verkaufen. Sie kriegt wieder den Bogen. Den besseren. Er bekommt dafür aber auch ein Upgrade. So. Dann ein Dolch für sie. Ah, warte mal. Was ist denn mit der stürmischen Stammesaxt hier zum Beispiel? Nein, die ist nicht besser. Und die seismische Piratenarmbrust ist allerdings besser. Das heißt, die ersetzen wir mal gerade. So, genau. Ja, viel mehr wird's hier nicht. Oh, wartet mal. Ist auch schon wieder ziemlich gut. Und dann kriegt er mal den Bogen. Zack. Zack. So. Genau. Was ich auf jeden Fall noch holen will, ist, es ist mir eingefallen, ich kann Zauber kaufen. Ich war noch gar nicht hier in die Bibliothek. Und da müsste Aria eigentlich den Heilungszauber lernen können. Oh, wir waren hier sogar schon. Ich weiß nicht, ob wir drin waren. So. Zauber lernen für Insomnia. Ja, sie hat auch noch einige interessante Sachen. Düster und Licht. Da habe ich halt immer weniger zu tun gehabt bis jetzt. So, für sie. Aber kaufen wir jetzt Regeneration. Ich gucke mal, ob ich sonst noch was finde, was mich interessiert. Ansonsten komme ich hier nochmal her und gucke, dass ich für Insomnia noch Sachen kriege. Wir können hier nochmal Ausrüstung bestimmen. Augapfel-Amulett Magie abweisend. Gut. Das könnten wir. Sie ist sehr wichtig. 100% Schutz vor Bewusstlosigkeit, das ist wichtig, weil sie halt jetzt Regeneration hat. Das passt sehr gut. Was hat der hier noch drauf? Nicht so stark. Haben wir noch eine bessere Kristallkugel? Sieht mir nicht so aus. Nein. Aber Heiltränke können wir noch mal kaufen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann müssen wir noch den Helm reparieren lassen, der kaputt gegangen ist. Den wir ausgewechselt haben.
Genau, hier können wir ihn reparieren lassen und ein Schild, ein besseres Schild. Das ist zu teuer. Dann haben wir noch 416. Könnten wir theoretisch noch irgendein Rüstungsteil kaufen für die anderen. Er hat doch noch keinen, genau, er hat die Fähigkeit leichte Rüstung und noch keine leichte Rüstung. Zwar wird sein Angriffswert dadurch um 6 vermindert, aber er macht genügend Schaden. Das ist nicht so schlimm. Sehr schön. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir im Leuchtturm sind. Oh, ich habe tatsächlich auch noch eine Kiste vergessen, sehe ich gerade. Okay. Und jetzt gerade mit dem, ich hole mir noch die verschiedenen Schutz vor magischen Fähigkeiten. Die könnten wir eventuell ganz gut gebrauchen. So. Leuchtturm betreten. Wir betreten das Verlies Leuchtturm. Und wir gehen dann ins zweite Stockwerk. Und dann gibt es noch das dritte Stockwerk und dann kommt der Bossgegner. Wir müssen mal gucken, wie wir durchkommen. Darum müssen wir dann festmachen, ob wir den schon machen können oder lieber noch nicht. Warum steht. Oh, habe ich hier überall Kisten alles vergessen? War ich so blind? Oder hat sich das irgendwie seltsam resettet? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Raste ich einmal, damit ich voll bin. Und wir betreten Stufe 2. Stufe 2. Something is coming our way. Be ready. So. Hier war auch noch eine Truhe. Gucken wir mal ins Inventar rein. Ja gut, die sind deutlich schlechter. Das zwei bis vier Schaden, was hat das? Ja. Die Ringe. Das ist schwere Rüstung, richtig. Brauchen wir nicht. So, ah, den Helm können wir noch jemanden anziehen. Er hat noch kein Rüstungsteil. So, jetzt hat er eins. Nur von vorne, dann ist noch. Übrigens, ah, was mir noch einfällt bei ihr. Mal kurz hier rein und tun unsere Regeneration auf Platz 5. Setz ich mal ein. Korallenpriesterin, auf geht's. Ich glaube, das ist auch der Schutz vor Wassermagie ziemlich praktisch. Welche Richtung? Gehen wir lieber hier lang. Ich muss sagen, das weiß ich nie, in welche Richtung ich muss auf dem Turm. Ah, das wäre der richtige. Elite Kenichi. Kenshi. Oh je. Das ist nicht so optimal. Gehe ich ihm lieber einen Heiltrank. Eisenhelm. Ein unbekannter Eisenhelm. So, dann bekämpfe ich den hier mal. Wir schützen uns mit der goldenen Rüstung vor Schaden. Jetzt vorbei. Sie hat noch sehr wenig Mana. Ich müsste, sobald das nächste Level aufsteigt, hier noch mehr, also deutlich mehr Mana geben. Damit sie eben die Heilung öfter einsetzen kann. So, er ist tot.
Upsala. Wir haben hier vorne aber einen weiteren Freund. Und zwar eine Korallenpriesterin nochmal. Normale, glaube ich, aber keine. Keine Elite-Korallenpriesterin. Okay, gut. Nimm noch den Heiltrank. Und wir gehen. Weiter. Sehr schön. Kann ich hier noch? Nee, hier ist auch nichts mehr. Okay. Aber dann hätten wir die auch besiegt. Und wir können schon ins nächste Stockwerk. Stockwerk Nummer 3. Ich würde hier mal speichern, weil der ein bisschen tricky ist. So, Aufnahme Abenteurer 3. So, und ich werde dann wahrscheinlich nach jedem Video speichern und dann eben die älteren löschen. Aber zum Beispiel, falls mir das Spiel einmal abstürzen sollte, nach einer Ausnahme kann ich dann die letzte Datei nochmal aufrufen, sodass ich die Story nochmal spielen könnte. Ich kenne sie ja sowieso schon, das heißt, es wäre kein Spoiler für mich in dem Sinne. Ich weiß zum Beispiel auch, dass hier ein geheimer Durchgang ist. So. Und der ist nämlich ziemlich gut für das, was wir jetzt machen müssen. Nämlich öffnen wir jetzt die Tür und damit öffnen wir beide Türen. Und wir ziehen uns in den Gang zurück, dann können sie uns nämlich nur von einer Seite angreifen. Was durchaus von Vorteil sein kann. So. Die haben weniger Rüstung. So. Lichtrüstung. Perfekt. Stufenaufstieg für alle. Außer für sie. Sie kommt gleich dran. Ah, oh, Aria auch nicht, schade. So. Ich gebe ihm mal ein bisschen mehr Magie. Und ein bisschen maximale Lebenskraft, weil er hat ja Feuermagie, das heißt, das bringt was. Er braucht keinerlei Magie, allerdings mehr Lebenskraft eindeutig. Dann kann er Fernkraft schaden und ich gebe noch ein bisschen mehr Leben. So, hier jeweils auf 3 und Streitkolben auf 4, dann erhöht sich sein Schaden weiter. Was haben wir bei ihr? Ah, Armbrust, okay. Und noch der Nahkampf, die Nahkampf. Ah, ich habe noch einen. Ah, ich habe hier nicht geupgradet, okay. Perfekt. Hier gehe ich hier nochmal das. Das habe ich mir schon beinahe gedacht. Mein Heilungstrank. Er hält leider Gottes nicht wirklich viel aus. Deswegen ist ihm wichtig, dass sie eigentlich dauerhaft genügend Mana hat. Oh je. Yeah. Heilen. Das hier, also, ich merke schon, dass. Wird vielleicht ein bisschen schwierig gegen den Boss schon jetzt zu kämpfen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen herausgeben müssen und dort kämpfen. Kämpfe suchen müssen. Weil das hier könnte kritisch werden. Gerade sie so wenig Leben hat, gefällt mir gar nicht. Er ist down. Okay, die beiden haben Stufen-Upgrade. Lebenskraft steigern, Mana steigern und Nahkampfangriff.
bei ihr ganz klar Mana. Baller ich mir gerade alles rein. Das brauchst du nämlich. Magie und Dolch. Die Nahkampfwaffe. Bei ihr ist es ein bisschen schwieriger. Sie hat andere Sachen. Dann Lichtmagie. Aber weniger Angriffe mit hier. Aber Dunkelmagie. Widerstand gegen alle Magie schon um 2. Da mache ich Arcane Disziplin. Ich weiß nicht, ob ich es bei ihr ein bisschen übertrieben habe mit der Zauberei, den Zauberei-Fokus. Aber gut. Rüstung in den Zweien. Ich gebe mal noch ein bisschen Feuer dazu, möchte ich mal sagen. Nächste Runde kriege ich keinen Schaden. Ach so. Jetzt habe ich hier. Oh nee. Das könnte schwierig sein jetzt. Aha, das war ein Fehler. Schnell heilen. Schütze ich die Gruppe nochmal. Und der normale Kenshi müsste machbar sein. So. Und down. Das dürfte es dann tatsächlich schon gewesen sein für Stufe 3, wenn ich mich richtig erinnere. Oh nein. Es war es nicht für Stufe 3. Aber zumindest gleich mit dem schwereren Teil. Jetzt haben wir natürlich eine Elite-Korallenpriesterin da. Aber wir machen eben auch mit den Schaden. Sie hat quasi kein Ding. Den geben wir mal Leben dazu. Sie kann nichts machen. Ihr Mana könnte ich auch mal auffrischen. Erhalt uns mal bitte. So. Und nächste Runde ist tot. Sehr schön. Hier geht's zu nächsten Stufe hoch, allerdings muss ich das erst noch freischalten. Was steht denn hier eigentlich? Der Weg zum Lichtzimmer öffnet sich, wenn zwei Platten betreten wurden. Ja, genau. Die eine haben wir schon betreten, die andere werden wir betreten. Dann wird natürlich nochmal ein Gegner spawnen. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Okay. Interessant. Was haben wir für Gegner? Ich habe das Gefühl, sie kann schon mehr Mana benutzen. Korallenfriesterin. Na hallo. So. Einen haben wir. Eine. Entschuldigung. Widerstanden. Von hier. Ich gehe lieber in Nahkampf. Muss ich gerade sagen, irgendwie. Es reicht bei ihr noch nicht ganz, aber wenn ich, wenn sie noch ein Level abkriegt in der nächsten Zeit, wird es auf jeden Fall reichen, dass sie zweimal Regeneration ist. Jetzt wird sie natürlich mit der Zeit immer weiter steigern. Aber am Anfang ist sie jetzt noch schwierig. Gerade da sie natürlich eben nicht den, den Fokus auf Magie hat, sondern sie ist ja eher eine Fernkämpferin mit ihrem Bogen. Das ist ihre stärkste Waffe. Der Dolch ist ja nur so eine Kleinigkeit. Genau. So. Wir haben ein Schild, das eventuell wir später gebrauchen können. Das lege ich mal hier beiseite. Die Sachen. Hat das einen Rüstungswert? Ja, 1.
Ich gebe ihm mal die Schuhe. 6 bis 8. Ist das besser, als das sie jetzt hat? Nein. Gleich gut, bis auf, dass die noch eine extra, noch eine extra Sache hat. Den Bogen lege ich mal hier hin. Ich bin mir gerade nicht sicher, was besser wäre. So. Ich würde sagen, ich speichere hier mal und wir probieren es einmal. So, bevor wir jetzt da hochgehen, schlafen wir einmal und betreten jetzt Stufe 3. Ich probiere es einmal, ich habe gespeichert. Der Kampf wird schwer und ich vermute mal, wir werden es nicht schaffen. Allerdings lasse ich mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. So, mehr Opfer für den Abwracker. Ihr werdet ins Meer zurückkehren, Schatzjäger. Glaubt ihr, ihr könnt erfolgreich sein, wo sogar Hamato, der Mörder meiner Mutter, versagt hat? Kämpfen wir gegen ihn. Wir müssen gucken, dass wir eigentlich nicht zu sehr an der Kante stehen. Aber guckt mal, hier sieht man übrigens schon das, was in Zukunft kommt. Dann sieht man Burg Portmeron. Hier ist die Burg der Räuber. Ja. Das finde ich ganz cool, wenn man so von der Map gucken kann. Ich glaube, da hinten sieht man sogar schon einen Turm von Kartal. Naja, gut. So. Und ich glaube, das wird auch auf Bossgegner keinen. Ah, doch, es hat sogar einen Effekt auf ihn. Zack. Oh, ich verfehl mit ihm halt immer. Ja, das ist halt richtig mega schlecht. Das könnte jetzt mein Untergang sein, dadurch, dass ich hier stehe. Genau deswegen. Stößt mich von der Kante. Okay. Aber es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus von der Lebenanzahl her. Ich würde sagen, trotz allem, ich lade den Spielstand mal eben neu an der Stelle. Und wir gehen zuerst runter und erfüllen einige Nebenaufträge. Und kommen dann nochmal zur Festung zurück. Also nur was so in der Umgebung ist. Zum Beispiel Bogen, Blumen für gefallene Helden. Und wir sehen uns, wenn ich aus dem Leuchtturm raus bin. Ich habe hier übrigens noch einen Seitengang gerade gefunden. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich hier noch gar nicht reingegangen bin. Hier gibt es ebenfalls etwas aus den Kistenzonen und Gegner, die wir angreifen können. So, wir sind auf der Aschenhalbinsel und ich möchte den Auftrag Ordens Blumen gerne beenden und dabei auch möglichst auf ein paar böse Mobs treffen. Wir könnten auch hier reingehen, allerdings
Haltet euch von den Höhlen der Zyklopen fern. Sie tun uns nichts, solange wir ihnen nichts tun. Ja. Sollte man da reingehen, wird man angegriffen. Also, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Sehr schön. Gibt es noch einiges mehr zu entdecken an bösen Tierchen? Allerdings auch an Schätzen, sozusagen. So, diese Fässer, da sind immer... ja, entweder Gegner oder Flüssigkeiten drin, die einen bestimmten Buff geben. Also zum Beispiel, man muss ein Gruppenmitglied auswählen, das dann zum Beispiel einen größeren Widerstand gegen irgendeine Magieform oder... es hat gewinnt irgendeinen anderen Aspekt dazu, zum Beispiel hat es mehr Leben oder sonst was. Die beiden steigen wieder auf. Magische Kräfte steige ich mal. Ausweichwerte, ja. Einmal Leben und sein Angriff. Bei ihm müsste ich hingegen eigentlich gerade mal ziemlich viel auf die Sachen setzen. So. Ja, und alles auf 4. Ich bin immer ein Fan davon, alles gleichmäßig zu machen. Weil ich ja die Sachen bewusst ausgewählt habe und somit möchte, dass die alle ihren Buff bekommen. So. Also die sind wieder kein Problem für uns, wenn ich mal treffen würde. Aber ich glaube, ich sperre zu sehr dafür. Bei ihr kann ich halt über Primärmagie machen, von daher steige ich mal den Nahkampfschaden, Ausweichwert und den... und die Lebenspunktenanzahl. Und durch Mystik kann ich dann zum Beispiel nämlich dafür sorgen... das ist bei ihr auch alles 3. Sie hängt halt, dadurch, dass sie so viele Sachen hat, hängt sie halt immer hinter meiner Gruppe hinterher. Aber das ist nicht so schlimm. Bis jetzt leveln sie relativ gleichmäßig alle, das ist gar nicht schlecht. Sobald eine mal dann K.O. ist während einem Kampf oder so, kann es eben passieren, dass sie ein bisschen verschiebt. Ja, deine Lebenskraft muss hoch und Mana noch mal hoch. Und... Ausdauerbogen und Erdmagie, alles auf 4. Und die Blumen müssen wir gar nicht ganz um die Ecke ablegen. Hier haben wir noch mal einen Schatz im Boden. Da sind eine Mondseidenspinne, glaube ich, heißen die, und ein Wolf. So. Wenn ich aus der Entfernung mit Bogen drauf schießen kann, ist das ein Vorteil. Zum Beispiel ist der Wolf dann direkt tot. So. Sie ist fies, weil sie einem alles Mana klauen kann, wenn sie angreift. Und Seitenspinne hinzugefügt, genau. Dann... ihr legt die Blumen für Orlenes Bruder Severin und die anderen während der zweiten Blutmondfinsternis gefallenen Helden ab und gedenkt ihrer einen Moment in stiller Andacht. Genau. Damit haben wir den Auftrag erledigt. Und... ich weiß, dass hier sich im Garten noch etwas befindet. Ich weiß gar nicht, ob es eine Truhe ist. Ah, die hole ich mir mal. Ja, ist, glaube ich, Truhe hier vorne. Ja, richtig. Die hole ich mir. Da wollen wir noch nicht hin. Die Geister sind noch ein wenig zu fortschrittlich für uns. Ich glaube, etwas anfangen könnten wir damit sowieso nur mit dem Auftrag, der dazu führt, wenn wir den Menschen als Kreuzritter gemacht hätten.
Oh, sie kommt von der Seite. Ja, jeder erfolgreiche Versuch vermindert das Mana des Ziels um 25. Das ist halt Problem bei den Viechern. Das heißt, groß mit Magie kann man da nichts anfangen. Und down ist sie. So. Wir können noch. Es gibt Obelisken hier. Und die sind sehr hilfreich. Und da ich sowieso XP farmen will, passt es eigentlich alles relativ gut. Wir lassen mal sie mal kurz uns zeigen. Tatsächlich hat sie, wenn ich das jetzt richtig sehe, sie hat ja gerade nicht mehr volles Mana. Es könnte sogar sein, dass es jetzt für zweimal ausreicht. Müsste man probieren. Jetzt müsste, genau, das Mana von den meisten leer sein. Ja, das ist so ein fiesen Angriff, den sie haben. Oh je, mein Inventar ist aber auch schon wieder gut voll. Kommt. Down. Ja. Aber im Gegensatz zu normalen Spielen können die uns halt nicht vergiften. So, und hier hinten ist zum einen dieser Obelisk hier. Die Inschrift lesen. Ihr lest die Inschrift. Hier sind die Hinweise, die ihr bisher gesammelt habt. Eure Reise beginnt vor den Toren von Seehafen. Genau. Ich markiere die mal die Namen. Wie heißt der? Navea. So, weil das könnte man noch gebrauchen. Ich glaube, soweit ich es nämlich verstanden habe, kann man mit denen reisen von einem Obelisken zum anderen. Dann ist hier ein relativ leichtes Rätsel, die werden später noch komplizierter. Was läuft flüssiger als jedes Gedicht, fällt gerne und kann nicht klettern? Das ist Wasser, das habe ich tatsächlich auch im ersten Mal direkt rausgefunden. Da gibt es welche, da habe ich bis heute noch nicht die richtige Lösung für gefunden. Die wollen schlafen, dann gehen wir mal schlafen und ich würde sagen, das ist auch der perfekte Moment. Geh mal hier raus, um zu sagen, ich beende an dieser Stelle die Folge. Wir haben jetzt lange genug aufgenommen. Ja, wir sind im Turm jetzt bis zu Boss gekommen, haben das einmal probiert. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch ein bisschen ableveln. Ich guck mal, dass ich nächste Folge noch ein bisschen herumgehe, die Sachen dann verkaufe. Vielleicht gucke, ob ich was Besseres für unsere Truppe finde. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall und töten Mimeshi. Das sollte nächste Runde zumindest ein Versuch sein. Ob wir es schaffen, kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich gehe mal davon aus. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr wissen wollt, was bisher passiert ist, dann guckt gerne mal in der Playlist vorbei. Die müsste am Ende verlinkt sein. Falls ihr irgendeine Folge verpasst haben solltet oder wenn euch das interessiert, könnt ihr auch gerne in die Playlist mal reingucken, ob ein neues Video kommt. Mir macht das Projekt mega Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin und ciao!